haben wir heute wieder den Happy Friday, also diesen Tag, an dem es fast immer nach oben geht, so eine Art Free Lunch, so eine Art Happy Hour, wo die Drinks umsonst sind. Das ist die Frage jetzt zum Ende der Woche hin, zu der ich Sie herzlich begrüße, meine Damen und Herren. Schauen wir uns mal an, wie es in den letzten Wochen gelaufen ist, wie es im Grunde seit Jahresbeginn gelaufen ist. Und es ging fast immer nach oben, Ausnahme war vorletzter Freitag mit minus 6 Punkten. Ansonsten eigentlich bis auf einmal fast unverändert, teilweise deutliche Gewinne, 30 Punkte, 20 Punkte, 14 Punkte im S&P 500. Das ist dann schon was, so wie es gestern ja auch deutliche Zugewinne gegeben hat. Die US-Indizes sind stark nach oben gelaufen, vor allem der Nasdaq 100, der jetzt, und das ist schon spektakulär, es geschafft hat, ein neues Allzeithoch im MACD zu erreichen. Wir sind hier knapp bei 91. Das gab es so noch nie. Wir haben also die nach diesem Maßstab höchste Überkauftheit ever, seit es diesen Index gibt. Stärker noch als 1999. Gestern war es noch so, dass wir noch knapp unter diesem Wert von 1999 waren. Heute sind wir schon drüber. Wie gesagt, wir kommen aus einer überverkauften Situation im Dezember, als es so massiv nach unten ging. Da waren wir so überverkauft wie seit der Platzen der Dotcom-Blase nicht mehr. Also das sind Extremstreaktionen und grundsätzlich stellt sich die Frage, wer hat recht? Es gibt die einen, die sagen zunächst mal, die Fed hat gute Gründe, vorsichtig geworden zu sein. Das ist kein gutes Omen, auch für die Aktienmärkte. Die anderen sagen, das andere Lager sagt, ja, es ist doch alles super, die Wirtschaft wird sich erholen und die Fed ist jetzt auch komplett von der Bremse getreten. Wer wird recht haben? Diejenigen, die die zweite These vertreten, sagen auch zum Beispiel diese Chip-Geschichte, diese Halbleitersektor, das hat der Markt vorher gewusst, deswegen ging es mit diesen Halbleiterwerten so stark runter im Dezember. Jetzt geht es stark nach oben, weil die Halbleiterwerte eben diese Erholung spielen, aber diese Erholung oder dieser Wiederanstieg des Chipmarktes ist reine Hoffnung bisher. Es gibt dazu noch nichts Belastbares. Es gibt Aussagen von Micron, die sagen, ja, es wird bestimmt besser im zweiten Halbjahr, dafür aber keine Belege liefern oder nicht mal Indikationen liefern können. Broadcom etc. Man hat das Gefühl, das ist so ein bisschen Aktienpflege eher. Fakt ist, dass die Lager etwa der Halbleitersteller zum Bersten voll sind, weil die Nachfrage so schwach ist. Das heißt, die müssten dann erstmal versuchen, ihre Lager zu kriegen. Ein Boom wird da nicht erkennbar sein, aber da stehen sich sozusagen zwei Lager gegenüber, zwei Meinungen gegenüber und Sie können sich entscheiden, für welches Lager Sie sich interessieren. Wir haben heute wieder schwache Daten aus Japan bekommen, Einkaufsmanager-Indizes, schwächster Auftragseingang seit 2016 und wir haben heute, und das wird wichtig, dann auch aus Deutschland und der Eurozone die Einkaufsmanager-Indizes für den März, also frische Daten, Gewerbe und Dienstleistungen, Hingucker vor allem Gewerbe, nachdem das Gewerbe, also die Industrie ja sehr, sehr schwach war, während die Dienstleister sehr gut waren. Ähnliches Bild haben wir wieder in Japan gesehen, wo der Dienstleistungsindex heute Nacht durchaus anständig war, aber Gewerbe eben sehr schwach. Also das wird hier wirklich wichtig, 48,0 ist die Prognose für den Market PMI, also für diesen Einkaufsmanager-Index für Deutschland. Das kommt 9.30 Uhr, 10 Uhr, dasselbe aus der Eurozone. Dann haben wir den Einkaufsmanager-Index von Market um 14,45 in den USA und dann vor allem die Verkäufe neuer Häuser. Das wird auch wieder interessant, wie der Immobilienmarkt in den USA performt. Wir sehen, dass die Preisauftriebe deutlich nachlassen in den USA, was Immobilien betrifft. Vor allem in so Boomregionen wie San Francisco fallen die Preise. Von daher sind die Daten schon von Interesse. Schauen wir uns mal an, was heute kommen wird, was heute passieren dürfte. Wir sehen im asiatischen Handel relativ wenig Begeisterung. Da sehen wir einen Nikkei, der leicht negativ ist. Wir sehen einen chinesischen Aktienmarkt, der negativ ist, alles nicht dramatisch, aber auf jeden Fall macht man die Party nicht mit, die die Amerikaner gestern veranstaltet haben. Gestern war Tokio ja geschlossen, heute ist man wieder dabei. Es ist also so, dass die asiatischen Märkte überwiegend eben das nicht nachvollziehen. Unter Druck sind Finanzwerte. Banken waren gestern ja auch die großen Verlierer
Aufgrund der Fed-Aussagen, da brechen sozusagen schon mal für die nächsten Jahre die Margen weg. Und Pharmawerte, nachdem Biogen gestern ja so massiv auf die Mütze bekommen hat, knapp 30%, ging es für das US-Pharmaunternehmen nach unten, nachdem es ein Alzheimer-Medikament praktisch nicht entwickeln kann, das für die Pipeline sehr, sehr wichtig war. Also, wir sehen in Asien gemischte Vorgaben. Wir hatten gestern nachbörslich noch Zahlen von Nike, die waren, naja, okay. Die Aktie aber wegen schwachem Ausblick dann minus 3% gefallen. Auch andere Werte aus der zweiten Reihe fast durchgängig negativ gestern, was die Earnings Season betrifft. Wir sehen den DAX hier bei 11.545 Punkten. Der ist also nicht so wahnsinnig euphorisch. Wir sind gestern mal noch nachbörslich auf X-DAX-Basis auf 11.600 gelaufen. Das war's dann aber. Und das sieht natürlich bei den Amerikanern komplett anders aus. Hier mal der Tageschart des S&P 500. Wir sehen diese massive steile Kerze. Gestern nochmal ein neues Verlaufshoch, ein neues Jahreshoch. Wir sind ja hier über dieser Zone 2820. Und hier oben die 2870, die wird sehr, sehr wichtig sein. Da ist Widerstand und zwar vom Feinsten. Schauen wir uns den Dow Jones an, der aktuell bei 25.931 hantiert. Hier der Versuch, über die 26.000er Marke zu kommen, nicht wirklich gelungen. Einige Dochte, die wir hier sehen. Wir haben den Nasdaq, der ja so unglaublich performt. Ich hatte es vorhin gesagt, MACD auf Allzeithoch. Es wird ewig so weitergehen, da bin ich ganz fest davon überzeugt. Also unbedingt noch reinsteigen, so wie gestern. Einer der Auslöser war ja für diese ganze Tech-Hosse Apple, das am Montag ja seine neuen Produkte vorstellen wird. Eine Empfehlung einer Analystin von Needham, ein relativ unbedeutendes Analysehaus, aber sei es drum. Die hat von Buy auf Strong Buy gestellt. Die Apple-Aktie, die hat daraufhin, glaube ich, 36 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen. Dieselbe Analystin von Needham übrigens, die im September Apple zum Kauf empfohlen hatte, kurz bevor es dann massiv nach unten ging. Das nur am Rande. Wir haben den Euro-Dollar, der sich wieder halten kann, etwas erholen kann. Wir sind ziemlich genau auf das Ausbruchsniveau gelaufen oder auf das Niveau gelaufen, auf dem wir waren vor der Fed, prallen davon jetzt nach oben ab, 1,1377. Wir sehen das Pfund hussieren, nachdem die EU gesagt hat, ja, wir werden so oder so eine Verlängerung des Brexit-Datums machen, 12. April, wenn ich es richtig sehe. Und wenn das Parlament dann zustimmte, dann würden wir den Austritt auf den 22. Mai verschieben. Also man kommt den Briten sehr weit entgegen seitens der EU. Das heute das Pfund. Wir haben den Goldpreis bei 1309, sehen Silber bei 15,47 Dollar. Und Öl ist knapp unter der 60er Marke, das amerikanische Crude Oil. Also zwei Lager. Die einen sagen, alles gut, jetzt noch die Notenbank hinter uns. Die anderen sagen, nichts gut, die Notenbank kapituliert. Wer hat recht? Das wird die große Frage sein. Haben wir heute nochmal ein Happy Friday, nachdem wir gestern schon im Mindesten in den USA so einen großen Schluck aus der Pulle genommen haben. Aber die Differenzen zwischen einem DAX und einem Nasdaq, zwischen verschiedenen Märkten, die ist sehr, sehr groß. Ein großes Auseinanderdriften, das hatten wir zuletzt 1937 und es ging danach nicht so wirklich nach oben. Als kleiner historischer Hinweis. Also, ich wünsche erstmal das Allerbeste. Happy Friday!